das sah Tina anders aus. Heißt der 1:1 gegen 1. FC Köln. Hand aufs Herz, hättest du mit so einem knappen und guten Resultat für euch gerechnet? Ja, schon. Also wir haben eine gute Mannschaft. Und ja, klar ist Köln gut, aber wir haben auch alles in die Waagschale geworfen. Köln war auch zweite Halbzeit ein bisschen geschwächt, aber so im Großen und Ganzen war möglich. Jetzt seid ihr gerade am Anfang der Saison. Passt da so ein Spiel überhaupt rein im Sinne der Wettkampfpraxis oder ist das eher ungünstig aus deiner Sicht? Ja, ist halt, was heißt ungünstig? Ist halt ein schönes Erlebnis auch für die Fans, für alle zusammen. Also ich fand, das Spiel kann man machen. Jetzt müssen wir uns halt auf Freitag wieder konzentrieren. Klar, jetzt spielst du vierte Liga, aber auch für dich persönlich gegen Köln, gegen Bundesligisten zu spielen, was Besonderes. Ja, war ein schönes Erlebnis auf jeden Fall. Ja. Und was sagst du zur Kulisse heute? Ist ja nicht alltäglich, dass er vor so vielen Zuschauern spielt. Nee, war sehr schön, dass so viele Leute hier hingefunden haben. War ja auch gutes Wetter. Das hast du jetzt 1:1 gegen Köln. Wie viel Spaß macht das so, zwischen dem Liga-Alltag mal so ein Spiel zu bestreiten? Klar macht Spaß, immer gegen einen Bundesligisten zu spielen, mal zu gucken, wie die drauf sind, was die für eine Qualität haben. Aber ist halt eine schöne Nebensache. Entscheidend ist, dass was am Freitag jetzt wieder passiert und dass die Punkte kommen. Hättest du aus deiner Sicht damit gerechnet, dass ihr Köln gerade zweite Halbzeit so fordern könnt? Ja, wir haben ja erste Halbzeit schon gesehen. Wir standen ganz gut und dann müssen halt unsere Konter besser ausspielen. Die hatten jetzt aus dem Spiel heraus eine Chance, die an die Latte geht. Und dann zweite Halbzeit haben die natürlich auch durchgewechselt, wir auch. Und ja, war, okay, war in Ordnung. Und dann, als bei denen noch einer rausging, hatten wir noch ein bisschen mehr Platz und dann haben wir das gut ausgespielt. Du hast das Spiel am Freitagabend gerade schon angesprochen. Gibt euch das ein gutes Gefühl nochmal? Ja, natürlich muss das Selbstvertrauen geben, aber es ist halt wieder was ganz anderes. Dann steht ein Gegner tief und dann müssen wir das Spiel machen. Hier hat Köln das Spiel gemacht, dann ist wieder was ganz anderes, aber da müssen Punkte her. Verrat uns mal, welchen Bundesligist du privat vielleicht ein bisschen so die Daumen hältst. Dortmund, immer schon gewesen, von klein auf immer Dortmund gewesen und ja, da drücke ich denen die Daumen natürlich. Und wie sehr würdest du dir wünschen, häufiger vor so einer ja doch großartigen Kulisse zu spielen? Ja, ist natürlich was anderes, vor mehr Zuschauern zu spielen. Jetzt war es natürlich auch relativ ruhig, aber wenn man in der Liga gegen bei mehr Zuschauern spielt, dann ist natürlich schon die Stimmung besser, dann wird gesungen und dann ist das natürlich schon was Schönes. Darum spielt man ja Fußball. Welche Erkenntnisse können Sie aus diesem Freundschaftsspiel ziehen? Ja, ist schwierig. Ja. Ich meine, der FC ist kurz vor Liga- bzw. Pokalstart und nichtsdestotrotz war es ein Testspiel, ja, und da sollte man jetzt nicht zu viel draus ziehen. Ich glaube, dass es uns gut tut im Rahmen des Zutrauens, im Rahmen des Selbstvertrauens. Ich glaube, dass die Jungs ein mehr als ordentliches Spiel gemacht haben und
ja, das ist das, was wir mitnehmen. Wenn man das Ergebnis bewertet, war es vielleicht aufgrund der zweiten Halbzeit sogar recht leistungsgerecht? Ja, man muss ja auch die Verhältnisse sehen. Ich meine, der FC hat dann lange Zeit in der zweiten Halbzeit in Unterzahl gespielt, weil Córdoba sich verletzt hatte. Dann hinten raus die letzten paar Minuten sogar in doppelter Unterzahl. Deswegen möchte ich das jetzt auch nicht überbewerten. Aber klar hatten wir in der zweiten Halbzeit viele Ballbesitzphasen. Sicherlich auch gegen einen Bundesligisten nicht selbstverständlich, dass man diese Ballbesitzphasen, trotz der Überzahl in Ballbesitzphasen hat, so in der Art, wie wir sie hatten und dann auch gute Chancen. Ne? Und klar hätte ich mir gewünscht, dass wir so ein oder andere Torloch machen, weil das hätte im Rahmen des Selbstvertrauens den Stürmern auch noch mal ein bisschen was gegeben, aber gut, sollte nicht sein und ich glaube, dass es eine rundum gelungene Veranstaltung war. Ich hoffe, dass der FC trotz der ein oder anderen Blessur ganz gut in den Pokal startet und alles andere ist okay. Worauf kommt es im Vergleich zu heute dann am Freitagabend an? Ja, es ist ein komplett anderes Spiel, komplett andere Gegner. Wir sind absoluter Favorit und sind natürlich in der Situation, dass wir siegen müssen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir aus dem Spiel hier dann so viel Selbstvertrauen mitgenommen haben, ja, dass wir es dann auch wirklich in die Tat umsetzen können. Alles legitim und es ist ein Fußballspiel. Und das kann man alles reinlegen, was man glaubt, dass man zum Erfolg kommt. Legitime Geschichte. Es waren Leute da, die das Spiel geleitet haben. Ist auch okay. Also es war alles da, was ein Fußballspiel hat. Die Frage ist, ob man das Spiel so angehen muss oder nicht. Und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Das ist alles okay. Und wir schauen, dass wir unsere Verletzten wieder hinkriegen. Fußball sieht jeder so, wie er Fußball sehen möchte. Und dann ist das auch wieder okay. Ja, nein, wir wissen, dass wir am Wochenende das Pokalspiel haben und in zwei Wochen dann geht es Richtung Meisterschaftsbeginn und wir wissen auch, dass wir an der Frische noch arbeiten müssen. Das war offensichtlich, da sind Konzentrationsfehler dann dabei. Das ist alles für uns gefühlt normal. Trotzdem hätten wir uns das Leben einfacher gestalten können, wenn man schon sieht, dass der Gegner so aggressiv rangeht. Das ist aber so, ein bisschen was haben wir noch zu tun. Ja. Für den Brady war es natürlich ein bitterer. Ja, kann nichts dafür. Ja, klar. In Wien sagt man, er ist zum Handkuss gekommen. Ja. Zum Handkuss gekommen, weil er nichts dafür kann. Ja.